Ich bin unterwegs Richtung Autobahn, kurz vor Autobahn. Vorne war Stau. Ich war sehr langsam und angehalten. Habe ich nicht gesehen. Die Bulli hat ohne Bremsen von hinten getroffen, mein LKW. Bei mir ist alles sogar nur mein Anhänger ein bisschen kaputt. Aber Bulli ist total Schaden. Und Fahrer im Bulli immer noch nicht drin. Feuerwehrversuch rausholen. Ist geklemmt, Fahrer. Ich habe nicht gesehen, genau was passiert, aber nur weiß ich, er ist hinter mir voll getroffen, ohne Bremsen. Ich habe zuerst gedacht, mein LKW ist kaputt, weil 20 cm vorne gerutscht. Dann habe ich Spiegel gesehen, Unfall. Unfall habe ich nicht gesehen. Sofort Handbremse, sofort möchte ich helfen. Was passiert immer noch im Bulli, die Fahrer? Ja, ich war auf der linken Spur, ca. 100 Meter hinter ihm und hat dann nur gesehen, dass der Bulli leicht rechts rüber gefahren ist und hat mir gedacht, wann will der mal bremsen? So tiefstehende Sonne, vielleicht hat er das auch nicht gesehen, ich kann es nicht genau sagen. Ja, müssen wir jetzt abwarten, was da passiert. Ne? Hoffentlich kommt er da vernünftig raus. Hoffentlich passiert ihm nicht viel dabei. Weil man fährt hier ca. 60 bis 80 Stundenkilometer. Da weiß man nicht, wie das enden kann. Ich habe versucht, die Tür aufzukriegen, aber die war eingeklemmt, also hat geklemmt. Das war da leider nicht möglich. Die Alarmierung war PKW unter LKW. Es handelte sich um keinen Transporter, der einem LKW aufgefahren ist. Es war lediglich der Transporter beschädigt und der Fahrer schien erst eingeklemmt zu sein, sodass die Türen sich nicht öffnen ließen. Nach dem Stabilisieren des Fahrzeuges konnten die Türen geöffnet werden. Der Fahrer war nicht eingeklemmt, allerdings aus medizinischer Sicht wurde er vom ärztlichen Personal erstmal narkotisiert, sodass er dann von uns achselrecht aus dem Fahrzeug befreit werden konnte und in den LTW übergeben werden konnte. Wir haben die Tür mit dem hydraulischen Spreizgerät geöffnet, ließ sich halt nicht öffnen. Das ist ein bisschen schweres Gerät, genau dafür muss das Fahrzeug stabilisiert werden, dass es keine Erschütterungen gibt, die dann eventuell den Fahrer oder die Insassen nochmal verletzen könnten.